Wie war es in Italien? Bildungsreise. Unendlich erholsam. Alles perfekt organisiert. Reiseleiterin, das wäre mein Traumberuf. Bist du sicher? Gondelfahrt durch die Kanäle von Venedig. Morgen Rom, nächtliches Bad im Trevi-Brunnen. Was für ein subjektiver Idealismus. Alkoholisierte Touristen kurz vorm Ersaufen und ihr Reiseleiter kurz vorm Herzinfarkt. Du machst auch alles mies. Zwischendurch gab's große Erholungspausen. Wir konnten uns sammeln, Eindrücke verarbeiten, ganz in Ruhe. Dieweil dem Reiseleiter durch das ganze Rumgespasse die Ablaufplanung durcheinander kommt. Zugegeben. In Venedig fiel einer aus der Gondel. In Rom mussten die Nacktbader morgens bei der Polizei geholt werden. War halt Pech? Mehr noch. Ihr wart Sklaven eurer leidvollen Bedürfnisse. Klingt nach Schopenhauer, diesem Pessimisten. Leben ist Leiden und so. Als Reiseleiter ist er 16 bis 20 Stunden am Tag auf den Beinen, fällt wie tot ins Bett und am viel zu schnell anbrechenden Morgen fragt er sich, was für einen Unfug sein Trüppchen demnächst anstellt. Er muss ja nicht Reiseleiter werden. Keine Wahl. Das ist Schicksal. Auch er nur ein Rädchen im großen Getriebe des unendlichen Weltwillens. Das ist definitiv Schopenhauer. Der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Nach Schopenhauer gibt es eine Lösung. Stell dich bitte mal gerade hin. Schließe die Augen und schaue auf ein fernes Licht. Okay, ich meditiere. Gut. Gehe in die Kontemplation. Die Einheit aller Lebewesen. Das Durchbrechen des Kreislaufs aus Wollen und Leiden. Ja, ja, das ist es. Du hast die Erleuchtung erlangt? Das habe ich. Weißt du, für den normalen Reisenden bedeutet das Erreichen der letzten Fähre, dass der Urlaub vorbei ist. Der Reiseleiter aber ist froh. Ihm fallen 100 Steine von der Seele. Das Verpassen der letzten Fähre wäre eine Katastrophe gewesen, die alle bisher erreichten Reiseerfolge in Frage gestellt hätte. Er heißt ja nicht Schopenhauer, sondern Luigi. Unsere gemeinsamen Nächte waren einfach großartig. Hättet ihr euch nicht den Lüsten hingegeben, wäre der Abschied leichter gewesen. Tja, dank deiner großartigen Meditation kannst du fortan entsagen. Ist mir seine Handynummer wieder eingefallen. Ich rufe ihn an und buche die nächste Reise. Luigi hat zwar Frau und Kinder, aber was soll's? Man lebt nur einmal. Leben ist Leiden.